Wir sind zu Besuch im ehemaligen Haus des Don und werden das jetzt hier ein bisschen ausräumen. Hallo Ordenskriegerleins, mit euch habe ich nichts zu tun. Ich suche einen gewissen Schatz und wenn ich schon dabei bin, dachte ich mir, kann ich mir auch so manch anderen Schatz mal eben mitgehen lassen. Dieses Ding zum Beispiel oder dieser wunderschöne Schrank, der ein Stück Brot beinhaltet, das wahrscheinlich schon seit 100 Jahren da drin liegt. Darüber sollten wir uns keine Gedanken machen, sondern einfach den nächsten schönen Raum besuchen. Ah, Goldmünzen. Ich mag Goldmünzen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau suchen, doch ich weiß es wieder. Wir suchen natürlich einen Ring. Einen Ring, den der Don angeblich hier verloren haben soll. Zurückgelassen haben soll. Wie ich selbst die Trauben klaue. Ich bin im Raum des reichesten Typen hier überhaupt und klaue Trauben. Guckt mal, seht ihr das? Hinter dem Schrank da. Oh ja, da ist doch irgendwas. Das sehen wir doch 100 Kilometer gegen den Wind. Die Frage ist nur, wie kriege ich dieses Regal auf? Wie kann ich den geheimen Gang dahinter betreten? Wahrscheinlich ein Stockwerk höher. Irgendein Hebel, Schalter, Schiebehalter, was auch immer. Oh, das hier ist aber ein Fenster, durch das man bestimmt raus kann, ja. Werden wir gleich mal schauen, ob es da was Cooles gibt irgendwie. Solch frevelhaftes Bild, leider aber auch nicht verwendbar. Also im Sinne von Schalter oder so. Hätte sein können. Ganze Menge Zeug im Regal. Puh. Eine Riesentruhe. Nochmal von vorne. Ja, verdammt. Rechts, rechts, links. Das war der letzte. Nein, das war nicht der letzte. Ja, das war unser letzter Dietrich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Risen kann man keine Dietriche kaufen. Insofern laden wir einfach mal. Was bedeutet, dass wir eine ganze Menge Zeug nochmal aufsammeln dürfen. Yay! Hi. Wo bin ich denn hier? Naja, wenigstens habe ich nicht allzu viel verloren. Also nochmal hier runter, nochmal ein bisschen Zeug aufsammeln. Jenes Zeug, welches wir eigentlich schon eingesammelt hätten, wenn uns nicht der letzte Dietrich weggebrochen wäre. Hi Schrank. So, gib mir erneut dieses wochenalte Brot, weil es sicherlich in diesem Safe noch besser schmeckt. Schöne Kerzenleuchterleins. Kerzenleuchterleins, langsam übertreibe ich's. Muss doch nicht sein. Kannst doch nicht einfach machen. Solch süße Bezeichnungen. Ah! Na, das sieht schon mal anders aus, oder? Wir gehen trotzdem erstmal nach oben, aber wir haben soeben erfolgreich das Regal an der Wand geöffnet. Oder den geheimen Gang in der Wand, besser gesagt. Denn der Don ist voller coole Typ und coole Typen verstecken Geheimnisse natürlich immer in Geheimgängen in ihrem Haus. Die vollkommen offensichtlich waren, sind aber trotzdem nicht gefunden werden, bis Held 2 mal vorbeikommt. So, schönes Mana-Tränkchen. Erz aber rechts, 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 links, links, links. Was sagt's denn? Ja, wusste ich's doch. 250 Goldmünzen und ein schönes Wolfsfell. Wobei wir Wolfsfälle allerdings natürlich nicht mehr wirklich brauchen. So, das hier ist nur... Hi, ich klaue Wein. Siehst du mich? Nein. Du dreckiger Dieb! Oh doch, er hat mich gesehen. Verdammt. Du kannst mir nicht entkommen. Haltet den Dieb! Och, Leute. Geschieht dir recht. Ja, ich lade ja neu. Reife Leistung. Sauberer Schlag. Wobei sie mir jetzt gerade gar nichts abgeknöpft haben, natürlich. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Na, ein Schloss, das zu schwierig ist. Schlösser knacken 3 können wir leider noch nicht. Was ja. Willst du hier? Nichts, nichts. Alles gut. Oh, ich geh mal raus. Ups! Hätte nicht gedacht, dass der Fall so tief ist. Ja, auf diesem Weg kommen wir auch nicht mehr zurück. Wobei, hier durch das Fenster.
kämen wir wieder in diesen Raum ungesehen. Nur die Frage, was das bringt. La la la. Wie es halt auch noch klappt. So Leute, dann schauen wir uns jetzt mal den besagten Geheimgang an. Er quarzt eine, sonst recht egal allerdings. Geheimgängchen. Und den Geheimgang können wir dann möglicherweise auch als Ausweg aus der Stadt nutzen. Für die ganzen Leute, die wir mittlerweile aus der Stadt rausführen sollen, sind ja doch einige. Links. Mal von vorne. Ja. Links, rechts, links, rechts. Mal von vorne. Na. Links, rechts, rechts, links. Wer sagt's denn? Da, das war's. Dankeschön für dein schönes Zeug, Don. Hier sind jetzt natürlich die richtig fetten Schätze, weil die Ordenskrieger noch nicht durchgelaufen sind. Nautilus-Verwandlung und da ist es auch, das Amulett der Don-Familie. Eigentlich kein schlechtes Amulett, insofern recht schade, dass wir es abgeben müssen. Hier steht etwas über Magie. Weisheit plus 3. Hatte ganz vergessen, dass es Skillbücher gibt. Oh, aber das ist gar nicht der Geheimraum, für den ich ihn gehalten habe, anscheinend. Komisch. Ich dachte eigentlich... Dann gibt es auf jeden Fall noch einen zweiten Geheimgang. Naja, wir haben diesen jetzt erstmal gefunden. Hey, Marcelo. Hernandez. Hier, das scheint das alte Erbstück des Don zu sein. Na, gibt's denn sowas? Ich bin beeindruckt. Du hast tatsächlich was gefunden. Und ich dachte, wir hätten schon alles durchsucht. Tja, nups. Sehr gut. Ich werde das Ding mal beschlagnahmen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Hier hast du ein paar Münzen dafür. Weiter so. Am besten, du gehst gleich zu Toni und erzählst ihm davon. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Tja, Toni. Du wirst nicht so begeistert sein. Ich hab Don Estebans Amulett gefunden. Ja? Ist ja riesig, Mann. Wo hast du es? Ich nicht mehr. Hernandez hat es jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich verfluchter Idiot. Auf so einen Arsch wie dich reingefallen. Und ich dachte noch, warum will der Kerl mir helfen? Tja. Jetzt muss ich zum Don und ihm die Scheiße hier erklären. Schönen Dank für gar nichts, du Arsch. Gern doch. Mach ich doch immer gern. So, Leute, wir haben alle Ordenstypen aus der Stadt vertrieben. Oh, durfte ich überhaupt hier rein? Naja, ungeachtet dessen, ob ich es durfte, liegt hier eine ganze Menge schönes Zeug. Also wäre es cool, wenn ich nicht gleich gesehen werde. Wer bist du denn? Hey du, was schleißt du da rum? Hey Wiesel, warum stehst du plötzlich hier oben? Was willst du? Warum stehst du auch hier oben? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Alle gehen sie nach hier oben. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, warum sie alle nach da oben gehen. Ach, und nochmal. Rechts. Mal von vorn. Komm schon. Rechts, rechts, links, links. Wer sagt's denn? Dankeschön. Ja, mal wieder ein paar Armbrustbolzen und so ein Zeug. Schrank! Ich liebe es, hier alles auszuräumen. Merkt ihr schon, ne? Das ist mein liebstes Hobby. So, aber jetzt mal im Ernst. Jetzt mal Butter bei die Banditen. Was ist los? Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Ja, ist ja schon gut. Kann ich dich nochmal anlabern? Hau bloß ab. Naja, bringt anscheinend nichts. Hier stehen sie jetzt alle rum, sind voll traurig und so. Nicht mehr so wirklich angeheitert. Hat's was mit dem Typen auf sich? Nö, einfach nur ein Schmiedeknecht. Das hier wäre natürlich auch ein Weg aus der Stadt raus. Schönes Pflänzchen. Und jetzt gehen wir aber wirklich mal... Warte, ich
glaube, es ist erst sinnvoll, zu ihm hier zu laufen, ihm Bescheid zu sagen, dass Toni weg ist. Toni wird dich nicht mehr beobachten. Sehr gut. Ich dachte schon, ich werde den Kerl nie los. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Du solltest mal über eine Ausbildung in der Vulkanfestung nachdenken. Wir könnten einen Mann wie dich gut gebrauchen. Weiter so. Ja, und genau das haben wir jetzt vor. Wir laufen zum Anführer des Ordens hier in der Stadt, was ich schon vor 10 Folgen oder so angekündigt habe, und melden uns für die Vulkanfestung, wo wir dann volle krasse Ordenskrieger werden und tun, was Ordenskrieger nun mal so tun. Ordenskriegern. Wir werden herumordenskriegern. Erstmal sammeln wir diese Pflanzen hier. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich werde nicht jede verdammte Pflanze einsammeln? Das war offensichtlich gelogen. Halt! Kein Zutritt! Ja, beruhig dich. Mach schon Platz. Carlos hat mich rufen lassen. Tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, schon gut. Du kannst reingehen. Irgendwie ist der Held nicht so gut gelaunt. Aus dem Weg! Carlos hat mich rufen lassen. Ich bin jetzt voll der krasse Typ. Ein Skelett mit einer Schaufel. Und hier ist irgendwas vergraben. Habe ich mich gar nicht mehr dran erinnern können, an dieses Secret, aber schön, dass wir es gefunden haben. Herumsuchen lohnt sich in den Piranha-Bytes-Spielen sowieso immer. Ja, diese Animation nimmt immer besonders viel Zeit in Anspruch. Hi. Es läuft in Echtzeit. Wie er die Kiste einfach rausklippt. Und der Schatz ist ein Ring der Verstohlenheit. Schleichen plus 1. Leute, das ist super. Wir haben Schleichen geskillt auf 1. Scheiße! Anders gesagt, wenn wir mal realistisch sind, ich hätte Schleichen niemals lernen müssen. Oder irre ich mich? Nein, ich hätte Schleichen nicht lernen müssen. Ich hätte einfach den Ring anlegen können. Wenn ich Schleichen hätte gemusst sein tun. Aber naja. Hey Carlos, du hast noch mir rufen lassen? Was gibt's? So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Ja, denken sich die Zuschauer auch. Dein Ruf eilt dir voraus. Schon als du diese Stadt betreten hast, hörte ich von dir. Die einen sagen, du würdest als Spitzel für Don Esteban arbeiten. Die anderen wiederum behaupten, dass du dem Orden der Heiligen Flamme beitreten willst. Wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass dein Geist noch unentschlossen ist. Alles, was ich sehe, ist ein junger, kräftiger Mann mit Tatendrang. Ich kann mich natürlich auch irren. Also, klär mich auf. Was willst du in meiner Stadt? Ich möchte mich dem Orden anschließen. Ich melde mich freiwillig. Ist das so? Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen. Und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Ja, ich verstehe, du bist schon der voll coole Typ. Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Würde behaupten, dass ich das schon getan habe, irgendwie. Nun denn, geh und finde Stelle. Meine viele, wenn sich etwas Wichtiges... Also im Prinzip sagt er jetzt, tu dies und dies, aber wir haben es ja schon getan. Wegen der Banditen des Don. Sid war eine harte Nuss. Jedoch wird er dir ab heute keine Probleme mehr machen. Sid, sagst du? Der war mir schon lange ein Dorn im Auge. Sehr gut. Hier hast du ein paar Münzen als Belohnung. Dankeschön. Wir kriegen jetzt eine ganze Menge EP hinterhergeworfen. Delgado hat versucht, sich die Gosse unter den Nagel zu reißen. Jetzt ist er weg. Die Gosse ist schon unübersichtlich genug. Da brauchen wir nicht noch so einen Strolch. Ein Strolch? Wegen... Lucor war sehr bemüht, Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Das hat sich nun erledigt. Lucor, wenn ich schon den Namen höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Erzähl mir nichts von deinen Nackenhaaren. Wiesel wird im Händlerviertel keinen Schaden mehr anrichten.
Der Karl war schon ziemlich dreist. Dass wir den los sind, ist eine wahre Wohltat. Sehr gut. Mhm. Und der letzte. Tony ist erledigt. Er hatte versucht, ins alte Haus des Don einzubrechen. Aha. Danke. Gut gemacht. Mhm. Außerdem das Gold hier. Von Kapitän Romanov ist geborgen. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, der Mistkerl würde das Rätsel um den Verbleib des Goldes mit ins Grab nehmen. Gute Arbeit. Boah, was wir alles schon gemacht haben in der Stadt. Carrasco hat die 3 Goldschalen bekommen. Das ist gut. Er lag mir damit schon seit Tagen in den Ohren. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. So, was hat es mit diesem Inquisitor eigentlich überhaupt auf sich? Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Hier ereignen sich Dinge, die unsere Anwesenheit unabdingbar machen. Die heilige Halle der Vulkanfestung wird von sehr alten Kräften bedroht, die seit langem verschollen geglaubt waren. Wir sind gekommen, um die heilige Flamme und das Volk dieser Insel zu schützen. Wir müssen die Geheimnisse der emporgestiegenen Tempel ergründen und das alte Volk ihrer Erbauer verstehen lernen. Zu diesem Zweck sammeln wir alles, was wir in den Ruinen der alten Tempel finden und bringen es in die Festung. Ja, wir sind fertig. Die Straßen deiner Stadt sind jetzt sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so. Fehlt jetzt nur noch der Anführer der Bande hier in der Stadt. Wenn du noch dafür sorgen würdest, dass der Kerl auch verschwindet, dann wäre ich beeindruckt. Der Anführer der Banditen in dieser Stadt, den zu finden, wird jetzt natürlich erstmal nicht allzu leicht. Ich habe mich übrigens doch dafür entschieden, Stabkampf zu benutzen, weil ich mir halt, ja, die Argumente dafür habe ich euch ja schon nahegelegt. Dagegen spricht eigentlich nur die Tatsache, dass ich so wenig Skill darin habe. Aber ganz ehrlich, das kann ich lernen. Denke ich zumindest. Also, ja, die Entscheidung ist gefällt. Ich werde auf Stabkampf gehen. Hey, Philippe, hör mal zu. Was willst du? Ich bin der coole Typ. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Ausbilder. Aber hier gibt es nichts für mich zu tun. Wie meinst du das? Carlos hat fast alle Männer in die Stadt geschickt. Da bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Was ist mit dir? Möchtest du trainieren? Bring mir was über den Stabkampf bei. Ach, er will natürlich Gold wie Sau. Konterparaden ist natürlich ein cooler Skill, muss man sagen. Aber 200 Gold, den kriege ich bestimmt umsonst. Ich bin mir sicher, dass ich den umsonst kriege. Absolut sicher. Insofern werde ich das jetzt noch nicht tun. Ich bin auch so ein Typ, der will alles umsonst, ne? Aber wir haben Zeit. Wobei, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Zumindest nicht in dieser Folge. Wenn ich so auf die Uhr schaue, 18 Minuten, was ist denn da los mit mir? Sammeln wir erstmal das ganze Zeug hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Och nee! Und nochmal von vorne. Okay, links, rechts, links, rechts. Nein! Nein! Links, rechts, rechts, links. Danke. Oh. Es ist immer eine reine Verzweiflungstat, wenn ich hier sitze und versuche, ein Schloss zu öffnen und dann geht es trotzdem nicht, aber dann doch. Und nochmal. Links, links, rechts, rechts. Na also. Ja, richtig. Langsam habe ich das Gefühl, ich kann in die Köpfe der Entwickler schauen und ihnen die Kombinationen für, naja, ihr wisst schon, aus dem Kopf herauslesen. Eine Tür. Türen sind cool, weil dahinter meistens Sachen sind, die es sich zu klauen lohnt. Ein paar rostige Zweihänder, kleine Schilde. Ein Schränkchen. Ja, Bier. Ach, Mann. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht so kleinlich zu sein und jeden Scheiß aufzusammeln. Hast du gespeichert? Ja. Aber irgendwie muss ich es doch tun. Und noch nein. Mal. Links, und links. Nochmal von vorne. Okay, links, rechts, links, rechts. Und nochmal. Vertippt. Links, rechts, links, rechts. Also. Ich wusste es. Oh, das hat sich gelohnt. Endlich mal was sich wirklich gelohnt hat. Oh Gott.
Die werden wir tausendfach herstellen. Hab ganz vergessen, dass es die gibt, aber natürlich, es gibt eine Schriftrolle statt einem Trank wie in den Gothic-Teilen. Eine Schriftrolle, um schneller zu sein. Die werden wir in Massenproduktion geben, denn ihr wisst, dass ich ein großer Freund davon bin, sehr, sehr schnell zu sein. Ich liebe es, wenn ich mich in Spielen schnell bewegen kann. Hallo Carlos. Bin mal eben in deinem Raum und klau dir das Zeug hinterm Rücken weg. Wäre nicht angenäht, würde ich ihm seinen Rücken klauen. Okay, wir haben einen Ring gesammelt. Was war das für einer? Nikos Ring. Oh, Stabkampf plus 1. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich jetzt ein sehr cooler Ring. Wir können Konterparaden. Was wäre der nächste Skill? Seitenschläge, das wäre der nächste Skill. Das nächste, was wir praktisch lernen würden dann. Der Ring ist auf jeden Fall genial. Und wo wir ihn gesammelt haben, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da suchen wir dann den Anführer der Banditen in dieser Stadt. Bis dahin. Tschüss.